Hallo und herzlich willkommen zu Hautner 10 und wir starten direkt in den heißen Februar, denn für die Ludwigsburger MAP-Riesen fängt die Crunch-Time eigentlich schon jetzt an. In der Champions League Elimination Round wurde ja letzte Woche ausgelost gegen Maccabi Rande Media um den Einzug ins Achtelfinale. Mitte Februar steht ja dann das Top-4-Finale in Berlin an. Ja, und auch in der Bundesliga geht es jetzt darum, sich in den Playoff-Plätzen festzusetzen. Den Anfang machte noch im Januar das Spiel gegen Bayreuth. Das ist ja wohl so das Überraschungsteam in der Easy Credit Basketball-Bundesliga. Und wie das Spiel ausgegangen ist, die Stimmen zu dem Spiel und was sonst noch rund um die Ludwigsburger MAP-Riesen alles passiert ist in dieser Woche, das fassen wir jetzt für Sie zusammen. Das Spiel gegen Bayreuth, es war auch ein Wiedersehen mit David Gonsalves, der erst vor wenigen Wochen von Ludwigsburg nach Franken gewechselt ist. Vor dem Spiel wurde da noch auf die lebensrettende Herzdruckmassage hingewiesen. Die MAP-Riesen und die Volksbank Ludwigsburg unterstützen die Aktion des Landes Baden-Württemberg. 100 Schüler aus der Region wurden noch dazu mit gelben Shirts ausgestattet zum Spiel gegen Bayreuth eingeladen. Und auch David McRae engagiert sich für die Initiative Löwen retten Leben. Dabei können wir alle helfen, diese Überlebenschance zu verdreifachen. Und zwar mit einer ganz einfachen Herzdruckmassage. Merkt euch diese goldene Regel. Prüfen, rufen, drücken. Und ganz wichtig, keine Angst. Ihr könnt nichts falsch machen. Lieber eine gebrochene Rippe als ein verlorenes Menschenleben. Ihr habt es in der Hand. Zum Spiel gegen das Überraschungsteam der aktuellen Saison, Medi Bayreuth. Nach zwei krankheitsbedingt verpassten Spielen stand John Patrick wieder an der Seitenlinie. Er sah einen starken Beginn seines Teams. 23:19 ging das erste Viertel an die Riesen. Doch dann der Kompletteinbruch in Viertel 2, das Bayreuth mit sage und schreibe 23:5 für sich entschied. Das war einfach gar nichts. Wir sind in der Offensive ganz schön ins Schwimmen gekommen und haben auch defensiv stark nachgelassen. In der zweiten Halbzeit haben wir uns aber stark zurückgekämpft. Daran müssen wir jetzt anknüpfen, dann sieht es in den kommenden Spielen ganz gut aus. Erstaunlich, dass ein Team wie die MAP-Riesen in so einer fortgeschrittenen Saisonphase noch so zusammenbrechen kann. Also das ist eine neue Mannschaft, und besonders inside haben gesehen, wir sind sehr leunig. Zweiten Viertel war ein total blank von was wir inside kriegen. Und wir müssen uns noch gewöhnen. Wir sind gewohnt, John Brockman, der immer 110% Energie und Konzentration hatte. Und jetzt müssen wir schnell reagieren, wenn wir merken, einer oder andere nicht da ist. Und wir haben unsere zweite Auszeit schnell genutzt und dann nachher war es nichts besser. Dritten Viertel, wir hatten eine Halbzeitpause. Im dritten Viertel haben wir wesentlich besser gespielt und sogar die Führung genommen. Die zweite Hälfte macht dagegen wieder Mut. Die Riesen kämpften sich zurück, führten sogar bis 2 Minuten vor Schluss, bis Steve Wachalski einen wichtigen Dreier versenkte. Bayreuth gewinnt mit 79:76 und fügt Ludwigsburg die 10. Niederlage im 18. Spiel zu. Es war ein Wechselbad der Gefühle. Es waren aber auch ein paar unglückliche Schiedsrichterentscheidungen gegen uns dabei. Aber wir schauen jetzt nach vorne und versuchen als Team zu reifen. Damit starten die Riesen jetzt in den heißen Februar. Jetzt zählt es, jetzt können Viertel wie das zweite gegen Bayreuth über das Aus im Top 4 und der Champions League entscheiden. Druck ist ein Teil des Sports und wir haben 14 Champions League Spiele gespielt. Das war unser 18. League Spiel. Wir haben ein Pokal-Quali-Spiel gespielt. Also jetzt müssen wir für diese Top-Games gewohnt zu sein. Und ich glaube, das hat auch wenn wir heute verloren haben, hat es uns ein bisschen Selbstvertrauen gegeben, dass wir gegen eine gute Mannschaft zurückkämpfen können. In der Champions League geht es in der Elimination Round für die Riesen gegen Maccabi Rand Media aus Rishon LeZion in Israel. Die Riesen müssen am 7. oder 8. Februar erstmal auswärts ran.
Also viele bekannte Spieler in Richon Lezion. Drei Leute, die in der Bundesliga gespielt haben. Sehr athletische Mannschaft, sehr stark inside. Und es ist eine super Chance für uns. Wir sind froh, dass wir nach Israel gehen dürfen, statt irgendwo ein bisschen kalter. Okay. Und dann, wenn wir das schaffen, haben wir auch eine Mannschaft in Litauen, wo wir auch, was wir denken, machbar ist. Ja, und am 18. und 19. Februar steht in Berlin ja noch das Top-4-Finale um den Pokal an. Für die Fanreise nach Berlin stellt Hauptsponsor MHP zwei kostenlose Busse zur Verfügung. Alle Infos dazu gibt es auf der Homepage der MHP-Riesen. Freuen dürften sich die Fans übrigens bereits zum dritten Mal in dieser Saison über 5.000 Euro der Süddeutschen Immobilienwerte AG. Denn Maskottchen Lurchi hat auch gegen Bayreuth den Fanshot von der Mittellinie versenkt.